Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung-Panorama aus einem etwas verregneten Bern. Und das haben wir heute für Sie alles bereit. Der Kleiderladen Gloschar zügelt von Interlaken zurück auf Unterseer. Und die Feuerwehr Könitz stellt ihr kleinstes Einsatzfahrzeug vor. Vor 40 Jahren hat der Schweizer Kleiderladen Gloschar eine Filiale in Unterseer eröffnet. In den 90er Jahren ist er dann aber etwas näher ans Zentrum des Bödeli auf Interlaken gezogen. Jetzt geht es für Gloschar aber wieder zurück zu seinen Wurzeln. Was der Retourumzug auf Unterseen für die Kunden, aber auch für das Team bedeutet, das hat die Filialleiterin Tamara Abeckle, Alina Dubach, erzählt. Mich begeistert es, dass es individuell ist. Also wir haben so ein bisschen Sachen, die es nicht überall gibt. Es ist nicht so Mainstream-mässig. Es wird alles an Orten produziert, wo wirklich auch Leute von unserer Firma hergehen und sich das anschauen. Es ist nachhaltig produziert und es ist eine Schweizer Firma. Es ist einfach hier ein grosses Miteinander. Das zeichnet es wirklich recht aus. Es macht es aus, dass wirklich alle so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge sind, auf der gleichen Augenhöhe, sind alle per Du. Man kann Ideen anbringen und es ziehen wirklich alle am gleichen Strang ziehen. Also für uns ist einfach wirklich wichtig, dass der Kunde gerne hierher kommt, dass er gut beraten wird, dass er ein Produkt hat, das er wirklich Freude daran hat, wenn er jetzt eine Jeans kaufen kann, dass er wirklich rausgeht und sagt, hey, doch, ich habe eine mega coole Jeans gefunden, die mir gut passt. Was ich lange daran Freude habe, das ist für uns das Wichtigste. Wenn es in der Region brennt, ist die Freiwillige Feuerwehr Könitz zur Stelle. Und das unter Umständen auch mit ihrem kleinsten Einsatzfahrzeug, einem feuerroten Velo. Womit das Velo ausgestattet ist und bei was für Vorfällen das zum Einsatz kommt, das hat Christoph Rubrecht, Könitzer Feuerwehrmann und Initiant vom Könitzer Feuerwehr Velo, einem Ben Abeckle erzählt. Das Feuerwehr-Velo ist eigentlich aus einer verrückten Idee heraus entstanden in Zusammenarbeit von Feuerwehr Könitz, genau genommen Einsatzzug 2 und Samuel Weishaupt von Benno Bikes. Die Idee ist entstanden bei der alljährlichen Hydrantenkontrolle, wo ein Haufen Teams bei uns im Einsatzzug 2 auch mit dem Velo absolvieren. Und da habe ich gefunden, okay, ja, es wäre ein bisschen einfacher und ginge ein bisschen ringer, wenn man da elektrische Unterstützung hätte und das Fahrzeug oder das Ausgangsfahrzeug als ideal angeschaut. Und dass wir das richtig verstehen, es geht um planbare Einsätze, die man es braucht. Es geht um planbare Einsätze, Sachen wie die alljährliche Hydrantenkontrolle, ein Wespenpikett oder auch kleine Materialtransporte zwischen dem Stützpunktmagazin und dem Magazin in Wabern. Und wie kommt jetzt das Feuerwehr-Velo bei der Bevölkerung an? Super gut. Also von Leuten, die einfach Freude haben und es lustig und herzig finden, bis hin zu, dass wir CO2-neutral unterwegs sind und das super sind und nicht immer mit diesen riesen Auto unterwegs sind. Also, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich, aber durchwegs positiv. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer App nur die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter für unsere Mädchen und Kollegen. Merci für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern.
Schön schauen Sie das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern am 24. Oktober. Ein ziemlich grauer Tag war es heute und es ist auch häufig nass geworden. Schnee hat allerdings erst weit oben ab 2000 bis 2300 Meter gegeben. Wir sehen hier viel Feuchtigkeit, die uns heute erreicht hat. Wir sehen aber auch, dass jetzt in der Nacht die trockene Luft von Westen her nachzieht. Das aber nur vorübergehend. Morgen im Laufe des Tages erreicht uns dann schon der nächste Schub Feuchtigkeit. In der Nacht gibt es also eine Wetterberuhigung. Es ist meistens trocken und teilweise auch klar. Morgen Morgen hier und dort noch ein bisschen Sonne. Dann aber wieder eine Bewölkungszunahme von Westen her. Und es gibt dann speziell auf den späteren Vormittag her zum Teil auch wieder ein bisschen Regen. Die Temperaturen starten morgen Morgen im einstelligen Bereich und gehen dann darauf auf etwa 14 Grad am Nachmittag. Am Nachmittag oft bewölkt und ab und zu nass. Ein auffrischender Südwestwind haben wir. Böschspitze im Flachland um die 50 km pro Stunde auf den Bergen. Ein stürmischer Südwestwind. Die Schneefallgrenze übrigens am Morgen bei 2000 bis 2300 Meter. Und da liegt sie auch in den nächsten Tagen. Am Donnerstag recht viel Wolken, eher wenig Sonne und speziell am Nachmittag dann auch wieder neue Regen. 14 Grad, Freitag, Samstag wechselhaft sonnige Abschnitte und einzelne Regengüsse ebenfalls bei etwa 14 Grad. Am Sonntag wird es ein bisschen föhnig Richtung Oberland. Dort dürfte es meistens trocken sein, zum Teil auch sonnig. Anfang Woche aber schon wieder ein bisschen wechselhafter. Also stabiles Hoch wird es in den nächsten Tagen auf jeden Fall nicht geben. Mit diesen wechselhaften Aussichten verabschiede ich mich und wünsche weiterhin ganz einen schönen Dienstagabend.